Hallo und herzlich willkommen. Die IBM hat mal wieder einen neuen Roboter in ihr Watson Center nach München bekommen. Er schaut aus wie ein Hund, läuft wie ein Hund und er kann sogar tanzen. Hier mal ein kurzer Eindruck. Genau, ein bisschen um die Elke oder so, ein bisschen rum. Da mache ich dir jetzt was Lustiges. Martin, mach mal den TikTok-Tanz, den der Sack jetzt gemacht hat. Ja, genau, das war gut. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ach, läuft schon. Genau, die perfekt. Ja. Ja. Braver. Braver Hund. Ja, vielen Dank. Bei der IBM soll der Hund natürlich nicht nur tanzen, sondern künstliche Intelligenz, Industrie 4.0, Edge, Cloud und 5G dazulernen. Dazu schreibe ich gerade eine Reportage für den Cloud Computing Insider. Wenn euch das Thema interessiert, findet ihr bald einen Link zur Story im Text unter diesem Video. Nur mal ganz kurz vorab. Man kann den Roboter auch in gefährliche Situationen schicken. In der Industrieproduktion, bei der Feuerwehr, bei Naturkatastrophen. Braucht man so einen Roboter auch bald im privaten Heim, Haus, Hof und Garten? Ich bin gespannt auf eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal.